Jo, hallöchen, da bin ich wieder am Start in dem Landwirtschaftssimulator / Farming Simulator 17. Ja, wir haben gerade das Dorf verlassen und machen uns jetzt gerade auf den Weg zur Mühle. Das hatte ich ja zuletzt vor. Schön hier mit 42 voll, ja, blank hämmern. Eigentlich zu viel, ne? Ist der Hänger eigentlich dafür freigegeben? Steht gar nichts dran, ne? Das wäre jetzt gerade gar nicht so gewollt. Ne, steht nichts dran, ne? Vielleicht ist der für die 50 freigegeben. Ansonsten hätte ich gedacht, nur für 25, aber okay. So, weiter geht's. So, da vorne war es ja rechts abbiegen. Damit wir dann zur Mühle kommen. Und dann bin ich ja mal gespannt, was wir kriegen. Kriegen wir eigentlich noch das gleiche Geld wie eben? Mühle. Wir haben Weizen 6,60. Ja. Genau. Dann gehen wir zur Mühle das bringen. So. Ja, doch. So, ich muss hier abbiegen. Und dann war im Kreisel die dritte. So, wir fahren ja artig. 1, 2, 3. Dann müsste das hier sein. Hups. So, ich gucke nochmal auf der Karte nach. Ja, Mühle. So, und jetzt ist die Frage, von wo ich muss ich ranfahren? Ich fahre jetzt einfach mal von hier nach. Ja, pass mal auf, da unten ist er. Ich sehe schon. Ich bin hier oben falsch. Das habe ich doch. Warum habe ich mir das hier gedacht? Naja, nicht wirklich falsch. Aber so lerne ich mal das Gelände hier kennen. Auch nicht schlecht. So, hier muss ich hin. Schön darauf. Und ich muss echt mal kurz die Hilfe anmachen. Auskippen. Ist. I. Okay. So, für 8000 haben wir 5300 bekommen. Okay. So, Plane kann wieder rauf. So, und dann geht's zurück. Jetzt mal, so falsch sind wir gar nicht gefahren. Weil wir müssen da ja auch lang, ne? Ups, ein bisschen in den Gegenverkehr. So, dann müssen wir hier lang. Weil im Drescher ist ja noch ein bisschen was drin. Ups, Auge gehabt. Glück gehabt, dass sie abgebogen ist. Ja. Schön hier wieder retour. Ja, und da würde ich mal sagen, wenn ich den abgetankt habe, mache ich mal, glaube ich, so eine Mission hier beim Nebenbauern. Also beim Nebenbauern, beim anderen Bauern. So, sorry, was passiert? Ja, Nase juckeln. So, sorry. Sorry. Das sollte natürlich nicht unbedingt in der Aufnahme drin sein, aber was soll ich machen? Gerade hier einen minimalen Niesanfall gehabt. Und dann war Lenken eigentlich nicht mehr möglich. Ich habe gerade mal noch hingekriegt, das Mikro auszuschalten. So, hier vorne müssen wir gleich wieder rein.
So, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Bisschen lauter jetzt hier. Ups. Moment. N, genau. So, hier sind wir fertig. Dann würde ich mal Platz sagen. Fahren wir ganz artig das Gerät erstmal hier vom Feld hoch, weg. Und, weil wir gerade hier sind, stellen wir den einfach mal hier ab. So. Moment, muss ich mal hier gucken. Stimmt, Geräteausfall. Und der nicht. Genau. So. Aussteigen. Wir haben die abgestellt. Schneidwerk gesenkt. So, mal schnell hier. Ich überlege gerade, ob ich die auch gleich wegfahre. Was haben wir hier drin? 21%. Stopp. Ich würde mal sagen, ich bringe die auch gleich nochmal weg. Oh, wie das schön knistert hier, wenn man hier lang fährt. Echt, muss ich sagen, echt gehen. Ja, so ein bisschen in den Gegenverkehr reingesteuert. So, und dann mal Kette hier hinterher. Dip, 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 dip. Guck mal hier, Konkurrent oder was? Hier, gleich von der Straße schubsen wir den Sack da. Sorry. Ja, kein Konkurrent. Nur ein Transporter. Wollte gerade sagen. Ja. Schubs. So, weiter hier. Ey, echt. Ein bisschen Hügel hier und schon ein bisschen Leistung am Verlieren. Echt genial. Dim, dim. Ja. So, hier wieder Kreisel. Natürlich mit Vollgas hier, ne? Klar, logisch, macht jeder Bauer so. Voll am Langhämmern hier. So. Und plane weg. Einmal entladen. Plane rauf. Und dann haben wir nochmal ein Tausender bzw. etwas mehr bekommen. So, jetzt hier schönartig. Fahren wir zurück. So, hier lang. Ich bin gerade echt am Überlegen, was ich jetzt als erstes nächstes mache. Denn ja, ich kann jetzt beide Felder, ich glaube, ich flüge die. Ach nee, ich wollte ja eigentlich den einen mit dem Ballenwagen machen, ne? Nicht Ballenwagen, Ladewagen machen. Aber dann müsste ich noch wissen, wo ich das Stroh unterlagern kann. Und dann könnte ich natürlich auch den netten Bauern hier mal helfen. Sprich, die Mission machen, damit ich endlich mal ein bisschen richtig Geld bekomme. Wahrscheinlich alles schön hier abernten. Gleich mal gucken. Die
Frage ist, kümmern wir uns erst um die eigenen Felder oder... Ja. Mach ich das. So. Ja, wir können erstmal hier gleich auf unserem Hof fahren. So. Hier haben wir gerade nichts, ne? Hier steht unser Wagen. Hier ist auch nur ein Unterstand. Das würde mich jetzt ehrlich mal interessieren, wo das ist. Hier ist wahrscheinlich unsere Sachen. Ich mag da mal. Das Problem ist, ich merke mir das bestimmt wieder nicht. Na okay, komm. So. Das ist hier Dünger. Das ist hier der Dünger und das ist dann hier auch Dünger. Das ist Saatgut. Klar. Das ist Saatgut und das andere ist Dünger. Okay, gut. So, das haben wir geklärt. So, was ist hier? Der Silo. Ja. Das ist mir auch klar. Gut. Genau, das meinte ich, ne? Hier, da ist es. Ja, hier. Hier muss ich hin. Das wollte ich haben. So, das heißt, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich jetzt vorhab. Nee. Was mir gerade auch mal auffällt, meine Damen und Herren, wir gehen mal ganz kurz in den Shop. Und zwar, habe ich einen Flug? Nee, ne? Unglaublich, wieso habe ich hier keinen Flug? 120 PS, 180 PS, 240... Was hat der hier? Was ist das hier? Der 130 HD? Fortera HD. Oh Gott, ich merke mir das nämlich immer gar nicht, was der für wie viel PS der hat. Cetor, Multi, Lintrak, Cetor, Proxima Power 100. Der müsste das sein. Der hat 117. Okay. Weil ich glaube, es ist nicht verkehrt, ne? Aber ich glaube, als erstes sollte ich mir echt den, Nee, Moment. Ist er angekoppelt? Nee, ne? Ja, genau. Bevor ich jetzt schon Geld ausgebe, gucke ich mal. Entschuldigung, Hupe. Wo ist eigentlich der Shop? BGA, Gemüselager, Sägerei, Bäckerei, Heizwerkmühle, Güterbahnhof, Getreidespeicher, Sägerei, Gartencenter. Wo ist denn hier der Shop, meine Damen und Herren? Dorfgetreidespeicher, Bäckerei, Gartencenter? Bin ich gerade blind? Jetzt muss ich das doch so machen, ne? Hey, Moment, Zeit wieder runterdrehen. So, dann P. Wo ist denn der Shop? Ich habe den gerade nicht gesehen. Also sorry, Leute, falls ihr den gesehen habt, könnt ihr es mir gerne sagen. Flug, 117 PS. Ja, nehme ich den kleinen hier. Kann ich ja nur nehmen. So, 13.000. Nee, wir mieten den nur. Für, ja, will ich. Händler bereit. So, jetzt geht's los. Warte mal, ich glaube, kann man das hier sehen? Genau. So, jetzt lerne ich nämlich mal was. Hahaha. Ha, ha, ha. So. Nee, kann ich das gar nicht. Ich dachte, hier ist irgendwie ein Filter. Achso, einfach weiterklicken. Okay. So, wo ist denn der? Wie? Die landen dann direkt bei mir? Wo ist denn der Teil? Bin ich gerade blind? Ja, ich bin blind.
Nein, P war falsch. So, der ist hier. So, sorry, Leute. Da oben ist das Shop-Symbol, ich Depp. Über die Brücke darüber. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Unglaublich. Ja, da war ich mal vollkommen blind. Das heißt, ich muss hier lang über die Brücke rechts. Okay. What? Ja, genau. Ich fahre erstmal da voll gegen. Warum habe ich den Shop nicht gesehen beim ersten Mal da oben? Oh. Ist ja geil. So eine Art Gaswegsperre, also sprich, er nimmt nicht mehr an. Ist ja geil. Ja, bevor ich, glaube ich, für die anderen Bauern arbeite, würde ich sagen, arbeite ich erstmal für mich. Gott, oh Gott. Ja, Leute, so ist das. Da will ich euch was zeigen. Was zeige ich euch? Dass ich nicht mal fähig bin, eine Karte zu lesen. Aber gelernt, das wird mir nicht nochmal passieren. Der Shop ist hier oben. Das ist echt so, als wenn er kein Gas mehr annimmt. Also, dass er hier echt so hier... Nö, Feierabend. So, wo ist denn das gute Teil? Dort. Ist ja nice. Ja, doch. Genau. Ist das nice. Ganz ehrlich. Schön im Verkaufsraum reinfahren und das Ding abholen. So. Wir machen mal ein bisschen Rundumleuchter an, weil, ne? Schwenkt ja ein bisschen aus. So, kommt da einer? Nö, gut. Und dann los. Ja, wie gesagt, das Feld ist zwar gegrubbert, aber ich werde jetzt von Anfang an sagen, ich flüge das erstmal, weil, ja, drei Düngestufen, beziehungsweise Wachstumsstufen mit Dünge. Von daher ist es sinnvoll, glaube ich. Ihr könnt ja mir mal in die Kommentare schreiben, ob das sinnvoll ist oder nicht, was ich gerade tue. Der eine wird wahrscheinlich wieder sagen, oh Gott, was treibst du da? Ah, ich hätte... Ach nee, ich kann nicht da oben abfahren, genau. Ich kann... hier jetzt abfahren. Genau. Ich kann hier jetzt abfahren und kann dann... Kann ich hier lang fahren. Und bin hier. So, gegrubbert ist das ganz gute Stück schon, aber ich habe ja gesagt... Wir geben jetzt alles. So, müsste eigentlich auch richtig rum sein, ne? Falls ich mich jetzt gerade nicht irre. Falls ich mich nicht irre, ist das jetzt sogar richtig rum? Wow. Okay. Wir lernen. Fahren ist wichtig, aber richtig fahren ist noch wichtiger. Oh Gott, peinlich. So. Jetzt kann ich echt nur hoffen, dass ich das erstmal reinkriege. So und vor allen Dingen. Drei. Ah! Stopp! Oh, neue Funktion, ich lerne sie kennen. Oh. Tempomat ist, glaube ich, richtig nice. So, einmal so. Dann drei. Hallo? Hm.
Das Lustige ist, wenn ich den Tempomat aktiviere, kann ich das eigentlich so? Nee. Ah, jetzt ist's! Jetzt ist's! Ah, ich depp da unten die Zahl. 10? Ich glaube, 10 sollte reichen, ne? Dann gehe ich nicht mehr in eine vollen. Ah, ich wusste es. Überblick da unten. Habe ich verloren, oder? So, vierter Anfang, glaube ich, jetzt. Oder wollen wir weniger nehmen? Komm, ich nehme weniger. Ja, deutlich besser. Ah! Nein! Ah, fünfter Anfang. Ich lerne das Grubbern noch. Vor allem das Richtige. Flügen. Entschuldigung. Flügen, flügen. Ich muss das Ding natürlich auch senken, ne? Wie oft habe ich jetzt angefangen? 5 Mal? Jetzt aber. So. Ich mache das sogar noch niedriger, ehrlich gesagt. Weil dann kann ich nicht unbedingt so viel pfuschen. Ja, Leute. Ich hoffe mal, in der nächsten Folge kann ich euch zeigen, ob ich es richtig mache. Ich hoffe trotz alledem, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.